Ich möchte etwas über Karl Löwith zu Protokoll geben heute. Karl Löwith war der erste Habilitant Heideggers und er war der, der Heidegger lebenslang widersprechen konnte. Ein jüdischer Heidegger-Schüler, der gerade an Nietzsche, aber auch an Jakob Burckhardt seine skeptische Philosophie manifestiert und einen ganz eigenen Akzent der Wirkungsgeschichte Martin Heideggers liefert. Karl Löwith ist schon in der Marburger Zeit von Heidegger habilitiert worden und wir haben auch einen sehr schönen Briefwechsel mittlerweile. Das ist ein Briefwechsel, der massiv in den 20er Jahren kulminiert, der bis zum Ende geht, bis zu Löwiths Tod. Löwith ist 1997 geboren worden und 1973 gestorben, also 3 Jahre vor Martin Heidegger. Sie waren letztlich generationell sehr eng miteinander verbunden. Und was ein ganz starker Akzent ist, bei Löwith von Anfang an, ist das korrelative Denken. Das ist in gewisser Weise ein philosophisches Erbe auch des Jüdischen. Löwith war nun mit Sicherheit kein frommer Jude, er kam aus einer Malerfamilie, einer Künstlerfamilie. Und das ist auch das Aufregende an jüdischen Denkweisen, dass es bis ins weit Säkulare hinein eine verbindende Kraft gibt zwischen diesem Angeredetsein als Mensch, als Person in Verantwortung gesetzt sein und der Metaphysik der Gottesgeschichte. Das umfasst natürlich auch orthodoxe, ultraorthodoxe Formen. Es ist also bei Löwith eher eine Hintergrundbetrachtung. Es gab vor 1,5 Wochen eine sehr bemerkenswerte Tagung in Berlin, die Frau Goodman-Tau geleitet hat, wo Löwith im Zentrum stand, der Mensch in der Geschichte. Karl Löwith geht von seiner Habilitationsschrift aus diesen jüdischen Weg, der Mensch, das Individuum in der Rolle des Mitmenschen. Man könnte sagen, das ist sehr eigenständig zu Heidegger. Da ist nicht von der Seinsfrage von der Welt die Rede, sondern von diesem Individuum, der als anderer in seiner Verantwortung steht. Es ist auch eine glänzende, phänomenale Analyse. Ich, du, ihr, die Konstellationen des Menschseins im Ganzen. Das hat Heidegger durchaus geachtet. Er hat zu Löwith dann auch bemerkt, ja, in die tiefsten Tiefen der Metaphysik, zum Beispiel der kantischen Metaphysik, der Metaphysik ist Löwith nicht vorgedrungen. Ich will das jetzt gar nicht antisemitisch interpretieren. Ähnliches sagt Heidegger ja auch zu Husserl, aber es ist ein gewisser Vorbehalt und gleichwohl hat er diese Arbeit sehr geachtet. Darin liegt letztlich schon in diesen Rollen, in diesen Fokussierungen, wie der Mensch in der Geschichte steht, die Quelle von Löwiths Denken. Löwith legt dann heute viel zu wenig bekannt Nietzsche-Analysen vor, Nietzsche-Werke vor, die gegenüber Heideggers zweibändigen Nietzsche und das Wesen der Metaphysik ganz anders sind, die auf Nietzsche hören, auf Nietzsches Skeptizismus, die zeigen, wie Nietzsche mit der Welt in der Geschichte, mit den unzeitgemäßen Betrachtungen umgeht, wie Nietzsche letztlich ein Inspirator ist, aber auch die Gefährdungen des Nationalistischen, des Nationalen aufweist. Mich hat sehr berührt, als ich das jetzt wieder sehr in extenso gelesen habe, wie Löwith sagt, als Nietzsches Geist erlischt und er dann von Karl Jakob Burckhardt aufgenommen wird und bewahrt wird letzten Endes vor der Selbstzerstörung. Das hat der Schweizer, der Basler Patrizier, Historiker Burckhardt ja geleistet, Nietzsche da nochmal aufzunehmen. Da sei Nietzsche groß gewesen wie nie sonst, nicht dort, wo er sich überschrien hat,
als Übermensch, als Letzter, wo er seine Rollen mit sich selber identifiziert habe, sondern wo er sich in die Hand eines anderen begibt. Für so etwas hatte Löwith ein sehr feines Sensorium. Löwith hat dann auch über Karl Jakob Burckhardt selber ein schönes Buch geschrieben und über die Problematik von Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Diese Säkularisierungsvorgänge, die hat Löwith einem Werk, das man bis heute mit großem Gewinn lesen kann, kartografiert, das war das Standardwerk der 50er, 60er, 70er Jahre, gegen einen übergreifenden, übergriffigen, eschatologischen Ton in der Geschichtsphilosophie, diese Wege, die von Vico und von anderen das Mittelalter beerbend weitergeführt werden. Löwith, muss man auch sehen, war Frontkämpfer gewesen im Ersten Weltkrieg. Als junger Mann hatte er eine Erfahrung, die Heidegger eben nicht hatte. Und er war schwer verwundet aus dem Krieg zurückgekommen. Er ist dann in die Emigration gedrängt worden, muss man so sagen, und hat eine sehr prägende Zeit in Japan verbracht, in Sendai. Also er kam dann auch mit dieser Gelassenheitslehre in Verbindung. Der Skeptiker, der Gelassene, der Geschichtsdenker ohne den Ton des Messianismus, weder des Nationalen noch des kommunistisch-marxistischen, ist sehr singulär. Er stand da in besonderer Weise für sich selber ein. Mein Vortrag in Berlin und in gewisser Weise auch der weitere Klang meiner Beschäftigung mit Löwith gilt gerade dem späten Löwith, der sich der maritimen, der mittelmeerischen Erfahrung zugewendet hat. Er hat als letztes in seinem Oeuvre kommentiert die Cahiers von Paul Valéry, eine Erfahrung, die jenseits der Geschichte ist, der Geschichtsphilosophien, die, man könnte es mit Ingeborg Bachmann sagen, ans Meer begnadigt wurde. Ein leiser Ton am Ende von Löwiths Denken. Ich habe Löwith nie selber kennenlernen dürfen, sage ich ganz bewusst so, weil wenn man mit einem Philosophen auch Kontakt hat, geistigen Kontakt, und wenn man Menschen kennt, die von ihm berührt worden sind, hat man manchmal den Wunsch, ihn auch noch gehört zu haben. Klingt naiv, aber es ist für mich sehr berührend, dass mein eigener akademischer Lehrer Manfred Riedel, mein Habilitations- und Doktorvater, primär Löwith-Schüler war. Das war mir gar nicht so klar. Und dem Riedel war nie so klar, dass Löwith Jude war und der erste Heidegger-Habilitant. Das hat er auch in einem Alter erst erfahren oder mitbekommen, wo er so alt war wie ich heute. Also, es ist so ein Resonanzraum. Man spricht ja heute sehr viel von Resonanzen. Siehe Hartmut Rosa hier in Lörrach geboren. Das ist nicht nur ein soziologisches Feld, sondern es ist genau auch ein metaphysisches Feld. Löwith rührt etwas an, das Skeptische, das Zweifelnde und das doch Gelassenbleibende. Ein großer Philosoph zwischen den Zeiten, der unbedingt Respekt und Anerkennung verdient. Und ein letztes noch: Löwith konnte mit Heidegger sehr offen reden. Der hat Heidegger wirklich kritisiert, weil er aus dieser frühen Zeit zu ihm kam.